Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da. Heute schauen wir uns mal Kamael an, einen der Weltaristokraten, wie immer, nach einem kurzen Intro. Sein Name ist vom Erzengel der Stärke Kamael angelehnt. Dennoch ist er genauso schwach wie die anderen Aristokraten. Seinen Auftritt hatte er im One Piece Film Gold, wo er zu Gran Tesoro geschickt wurde, um den Zolltribut von ihm einzusammeln. Kamael hat eine seltsam blaue Nase und dicke Lippen und trägt den typischen Aristokraten-Raumanzug. Was aber interessant an diesem Charakter ist, er hat einen Tick. Und zwar wackelt er immer mit seinem Kopf und macht dazu ein Geräusch. Etwas ähnliches haben wir im Manga auch schon gesehen, und zwar Bobbin in der Big Mom Bande. Er hat genau den gleichen Tick. Er wackelt mit dem Kopf und gibt ein Geräusch von sich. Könnte es möglich sein, dass diese zwei verwandt sind? Könnte es sein, dass Bobbin eigentlich der Sohn eines Weltaristokraten ist? Oder würde doch niemals zweimal denselben Tick verwenden, oder? Das war's auch schon, was man zu Kamael sagen kann. Da im One Piece Film Gold nur einen kleinen Auftritt hatte. Ich hoffe dennoch, das Video hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns mal beim nächsten Mal wieder hier auf Face4TV. Ciao.